Februar 2008. Im Museum für Kommunikation in Hamburg findet ein Workshop der Initiative Creative Gaming statt. An drei Tagen lernen rund 200 Schüler und Lehrer, dass Computerspiele nicht nur zu dumpfem Konsum verleiten, sondern auch als kreatives Ausdrucksmedium jede Menge spannender Möglichkeiten bieten. Es werden eigene Spielideen entwickelt und am Computer umgesetzt, aber auch handelsübliche Spiele als Filmstudio genutzt. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, kreativen Nutzungsformen von Computerspielen zu größerer Bekanntheit zu verhelfen, indem Schülern und Lehrern konkrete Handlungsmöglichkeiten zu einer schöpferischen und auch kritischen Auseinandersetzung mit dem Medium eröffnet werden. Super. Wir spielen sozusagen heute mit euch ein Spiel. Ihr seid nämlich die Kreativabteilung einer großen Softwarefirma, die Spiele herstellt. Na, da müsst ihr eine Etage nach oben. Dort. Ja. Also da könnt ihr euch ganz genau überlegen, was sind die Belohnungen auch. Wenn du ein Rennen geschafft hast, was bekommt man, damit man weiter spielt? Wie kann man das Geld ausgeben? Das sind sowas wie Informationskarten. Mit diesen Karten sollen wir ein eigenes Spiel machen. Wir machen ein Strategiespiel, in dem wir einen Käfer stellen oder auch mehrere und die dann einen Schatz finden. Das hier im Workshop ist toll, also es macht Spaß, man lernt dabei was. Also ich finde es gut, dass man hier Film machen kann. Ja, das ist auch spannend und ja. Das ist auch witzig. Es macht Spaß, man kann immer wieder neue Sachen ausprobieren. Es ist einfach schön, das auszuprobieren. Die haben ganz viel gelernt hier heute. Die haben sich, finde ich, auch sehr gut benommen. Also die waren sehr aufmerksam. Ich glaube, dass die großen Spaß hatten, an Computern zu arbeiten. Das ist ja etwas, womit die sich sowieso gerne befassen und was ich als Kunstlehrerin im Unterricht nicht wirklich bedienen kann. Ich finde es gut, wenn sowas früh an die Kinder herangetragen wird, dass sie halt sich nicht nur berieseln lassen können mit Computerspielen, sondern auch kreativ damit arbeiten können. Die große Begeisterung und Lernbereitschaft der Schüler zeigt, dass der Bedarf an solchen Methoden enorm ist. Aber auch die Lehrer hatten Gelegenheit, sich mit Computerspielen sowohl theoretisch als auch praktisch zu befassen und die kreativen Potenziale der Hightech-Spiele auszuprobieren. Uns ist besonders wichtig zu zeigen, dass Computerspiele ein Teil von Alltagskultur sind und dass dieses auch erkannt wird, dass nicht immer wieder mit diesen recht einfachen Formeln Spiele beurteilt werden, wenn Gewalt darin vorkommt und Jugendliche spielen diese, werden sie gleichzeitig gewalttätig, sondern dass deutlich wird, dass das in einem Sozialkontext zu sehen ist und dass Kinder und Jugendliche sehr wohl mit ethischen und moralischen Grundsätzen spielen und auch mit diesen Themen umgehen.